Man hört, sie sei heute eigentlich krank und habe sich trotzdem in den Landtag geschleppt. Bildungsministerin Stefanie Hubig. Auch viele Lehrer in Rheinland-Pfalz kämen krank zur Arbeit, wirft die Opposition Hubig vor. Immer mehr Schulen im Land würden wegen Überlastung Alarm schlagen. In der rheinland-pfälzischen Schullandschaft gärt es bei Lehrern wie Eltern. Und der Deckel lässt sich nicht mehr auf dem Fass halten. Die Zeiten, in denen die seit langem von der CDU bemängelten Missstände als Oppositionsgetöse abgetan werden konnten, sind vorbei. Es fehlten 3000 Vertretungslehrer in Rheinland-Pfalz, so die CDU. Wohl auch, um das nicht so stehen zu lassen, ist die Bildungsministerin gekommen. Wir haben insgesamt in dieser Legislaturperiode 660 neue Stellen für Lehrerinnen und Lehrer, die wir mit echten Lehrerinnen und Lehrern besetzen, eingebracht. Und das, obwohl die Schülerzahlen gesunken sind. Der Bildungsetat sei zuletzt trotzdem gestiegen, heißt es von der FDP. Die Grünen fordern konstruktive Vorschläge statt Schwarz-Weiß-Malerei von der Opposition. Und auch die SPD zeigt mit dem Finger zurück in Richtung CDU. Das Letzte, was in die Landesgeschichte als bildungspolitischer Vorschlag der CDU eingeht, war die Abschaffung der Konfessionsschule unter dem jungen Ministerpräsidenten Helmut Kohl. Seitdem gar nichts mehr. Auch der Blick der AfD geht in die Vergangenheit. Man müsse zurück zum dreigliedrigen Schulsystem von Haupt-, Realschule und Gymnasium. Dabei sollte die CDU und am besten gleich noch die FDP mitmachen. Die Weichen für die Bildungspolitik sind falsch gestellt. Das Bildungsministerium ist überfordert. Und ich appelliere da an CDU und FDP, lassen Sie uns gemeinsam diesen rot-grünen Irrweg stoppen. Das will die CDU allerdings ohne die AfD schaffen im nächsten Landtagswahlkampf. Dass Bildungspolitik dafür genug Zündstoff liefern kann, war heute deutlich.